So, noch ein Unboxing bzw. eine Vorstellung eines Produkts, denn angeboxt ist es schon, wie man sieht. Ich zeige euch nur noch mal kurz die Verpackung, damit ihr wisst, worum es geht. Und zwar ist das ein kostengünstiges Media Center Gehäuse, wie man sieht. Ein im Desktop-Format, was aber auch stehend wunderbar funktioniert. Das gibt es in Silber und in Schwarz. Das Ganze kommt von der Marke Atlas und das habe ich für rund 60 Euro aus dem Online-Shop meines Vertrauens erstauben können. Und ich bin überrascht, was ich für 60 Euro hier vorgefunden habe, denn das Ganze ist nicht etwa billiges Plastik, wie ihr hier vielleicht vermuten könnt, sondern wenn ich mal rüberschwenke, das hat eine wunderbare Alufront und ist wirklich sauber verarbeitet. Ich zeige euch ganz kurz mal die Verpackung. Es handelt sich hierbei, wie gesagt, um das silberne Modell. Das Ganze gibt es aber auch in Schwarz. Ohne Netzteil. Wir sehen geeignet für ATX und Micro-ATX Mainboards. Wir sehen 2, 5, 1 Viertel Zoll Schächte für optische Laufwerke. Wir sehen einen 3,5 Zoll Festplattenschacht, der innen liegt, und wir sehen einen 3,5 Zoll Schacht, der außen liegt. Zum Beispiel für ein Diskettenlaufwerk oder, was wahrscheinlicher ist, irgendein Kartenleser, USB-Erweiterungsport. Blenden, bla bla, was auch immer ihr euch vorne dran schnallen wollt. Wir sehen zwei eingebaute Cooling-Fans, Lüfter. Wir sehen zwei USB 2.0 Anschlüsse an der Front und Audioanschluss genauso. Breit ist das Ganze 42 cm, Entschuldigung, tief ist das Ganze 42 cm, breit ist das Ganze 37 cm und hoch ist das Ganze 14 cm. Entsprechend müsstet ihr vorher schauen, ob das in eure HiFi-Einrichtung passt. Hinten nochmal ein paar Details. Wir sehen Front-USB, 3,5 Zoll Laufwerk für Außenzugriff, wie ich das gerade beschrieben habe. Wir sehen hier noch einen Käfig für einen Lüfter. Wir sehen den 5,25 Zoll Schacht für optische Laufwerke. Wir sehen die Füße, die übrigens auch sehr schön designt sind, auch wenn man sie gar nicht sieht. Wir sehen hier noch diverse Lüfterbefestigungen, die Rückseite des Ganzen, Lüftergitter. Und was ich fast vergessen habe zu erwähnen in meinem ganzen Erzählrausch, ist das Display. Denn dieses kostengünstige Gehäuse hat bereits ein eingebautes LCD-Display mit verschiedenen Funktionen. Es wird hier auf der Frontseite nochmal dargestellt, was ich euch natürlich im Betrieb im Moment noch nicht zeigen kann. Aber das hat einen Temperaturfühler unter anderem am Kabel, den ihr zum Beispiel auf die Festplatte setzen könnt, etc. Dadurch könnt ihr natürlich keine Kerntemperaturen messen, aber euch einen Überblick verschaffen, ob es so heiß in eurem Gehäuse oder neben eurem Netzteil, neben eurer Festplatte etc. ist. Des Weiteren könnt ihr euch da Lüftergeschwindigkeit, eine Uhr, glaube ich, anzeigen lassen und einige weitere Spielereien. Wir gehen aber mal von der Theorie zur Praxis, denn die steht hier drüben und da sollte ich eigentlich hinfilmen, denn das wollt ihr bestimmt eher sehen als das ganze Packungsgedöns. Ich werde das hier mal vorsichtig drehen und wir sehen die wunderbar edle Alufront, wo man wirklich sagen muss, dass sowas für 60 Euro, dass ich sowas für 60 Euro noch nicht gesehen habe und dass ich da sehr überrascht bin. Die Knöpfe wirken nicht billig, die sitzen sehr fest, haben einen schönen Druckpunkt. Hier oben haben wir zwei Steuerungsknöpfe für das Display und hier haben wir die 5,25 Zoll Schächte für die optischen Laufwerke, oben in einer Art Klavierlack gehalten, sehr fingerabdrucksempfindlich, wie man sieht, aber dafür sehr edel. Hier unten das Atlas-Logo, das sitzt auf der Blende, die hier mit einem Druck sich öffnet, nicht in der aktuellen Position, so. Na, das ist hier ein bisschen unglücklich mit meinem Schreibtisch, aber da geht's auf. Wir haben jetzt zweimal USB, Audio-Out und Mikrofon und hier den Zugang zum 3,5 Zoll Schacht, wenn ihr da zum Beispiel Diskette oder ein USB-Hub oder was auch immer, Kartenleser euch einbauen wollt. Wir sehen hier edle Knöpfe für um die DVD bzw. Blu-ray, CD-Laufwerke, was auch immer ihr euch da einbaut, auszuwerfen, damit das alles hinter dieser schönen Alublende verschwindet. Wir haben oben ein Lüftergitter, wir haben an der Seite ein Lüftergitter, wir haben an der anderen Seite ein Lüftergitter
Und wir haben hinten zwei kleine 80er Lüftergitter neben der Mainboard-Blende. Das Ganze ist, wie auch in dem Preissegment unüblich, hier mit Rändelschrauben zusammengehalten. Die werde ich gerade mal lösen und euch mal das Innere zeigen. Denn da findet sich auch noch einiges an Beigaben, die die Firma Atlas hier hinzugetan hat. Das Ganze aufmachen. Hier auch kein billiges Blech. Und was mir auch das gesamte Gehäuse durchweg aufgefallen ist, keine scharfen Kanten. Es ist hier schön umgebogen alles. Man findet auch, wenn man hier mal reinfasst, man findet bis unten rein keine scharfen Kanten. Das heißt, wenn man bei der Montage mal abrutscht, sollte das nicht direkt im Blutbad enden, wie bei so manchem verkanteten Billiggehäuse. Wir haben hier, vergessen zu erwähnen und vorsichtig, dass es nicht rausfällt, ein Standfuß für die Kollegen, die das Ganze lieber in der Vertikalen haben. Haben wir hier ein zweiteiliges Gestell, in dem wir das Gehäuse ähnlich wie bei einer PS3 einfach hochkant reinstellen können, denn das Ganze ist halt doch etwas schmaler und vielleicht kipp-risikofreudiger als ein normales Desktop-Gehäuse. Wir sehen hier ein Users-Handbuch, was aber sich nur einmal aufklappen lässt. Nicht besonders nach Handbuch aussieht, ein Handzettel. Und wir haben hier noch eine eigene Anleitung für das LCD-Display. Sehen wir nochmal die einzelnen Features. Wir sehen die Festplattenstatus, wir sehen die Computerzeit, wir sehen die, was sehen wir da? Wir sehen die Lüftergeschwindigkeit, wir sehen die beiden Knöpfe rechts, natürlich. Ich muss es alles live übersetzen, deshalb sorry, das ist alles auf Englisch hier. Wir sehen hier noch, wie man die Temperatursensoren und Kabel für das Frontpanel anlegen muss. Das sollte nicht allzu kompliziert sein. Das ist der Zettel fürs Frontpanel, ganz genau. Ist aber auch alles uninteressant. So, hier ist noch eine Tüte mit verschiedenen Laufwerksschienen. Denn optische Laufwerke werden hier auf Schienen reingeschoben und nicht etwa auf Schrauben kompliziert reingedreht. Wir haben vier Füße mit schön seitlich silber abgesetzten Streifen, die nochmal, auch wenn man es unten drunter wahrscheinlich eher nicht sieht, nochmal für ein bisschen Optik sorgen, denn damit kann das Gehäuse, da braucht sich das Gehäuse wirklich nicht vor höherpreisigen Konkurrenten zu verstecken. Das muss man wirklich sagen. Kabelmanagement geht einigermaßen, was vom Gehäuse kommt, ist nicht ummantelt oder sonstiges, braucht es auch nicht in der Preisklasse. Das Gehäuse sieht von außen top aus, ist materialtechnisch super verarbeitet, meiner Meinung nach. Es wird hier kein Billigblech verwendet, es ist alles abgerundet, wie gesagt, es gibt keine scharfen Kanten. Wir haben zwei Lüfter dabei, die wir in der Drehzahl regulieren können, eine 80er, ein 120er. Und für 60 Euro, hier wird das Netzteil übrigens eingebaut, wie ihr seht, ein bisschen anders als bei Desktop-Gehäusen. Ihr habt hier ein Verlängerungskabel, wo die Stromzufuhr von außen reinkommt und dann hier am Netzteil endet, was hier in dem Bereich festgeschraubt wird. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Und ich konnte vielleicht dem einen oder anderen eine kleine Idee geben, wie er sein Media Center PC gestalten kann. Ich werde das Ganze zusammenbauen mit einem ASRock Mini Micro ATX Board, sorry. Und gegebenenfalls irgendwelche Ergebnisse posten, das laufende Gerät mal posten, wie das hier mit dem Display aussieht. Denn genau an der Stelle soll es später aufleuchten. Ja. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Ich rede jetzt nicht lange drum rum. Ich mache Schluss. Macht's gut.